So, ich meine, ich probiere ein bisschen zu blocken. Okay. Aua. Das war total komisch. Sinnlos, dämlich eigentlich. So, Pumpkin Cookies werden wir auch ganz doll essen, wenn die jetzt eh. Weil in der nächsten Aufnahmesession wird es wahrscheinlich nicht mehr alles da sein. Aber der Ghost Hunter Titel und der permanente Pumpkin Head, den wir haben, der wird bleiben. Aber der Rest nicht. Ma, ich habe keinen Bock mehr zu blocken gleich. Vor allen Dingen, ich müsste eigentlich auch ein bisschen mich einfach bewegen. Das wird's auch schon tun. Oh Gottchen. Ich weiß doch auch nicht, was ich da für eine Scheiße veranstalte manchmal. Hey, Brother. Ich weiß, ich kann nicht singen. Aber kennt ihr das? Ihr wisst, ihr könnt nicht singen. Aber ihr singt gerne. So ein Mensch bin ich nicht. Ich singe irgendwie nur. Ich weiß nicht, ich singe gerne, wenn ich halt Radio höre. Ich singe immer nur gerne, wenn Radio läuft und ich das Lied gut finde. Und wenn ich unter der Dusche stehe, singe ich tatsächlich. Tatsächlich. Hey, Brother. Es sind richtig viele Leute online. Sechs. Sechs. How much longer will you make me? I want. No, I don't want to make this quiz. I just want to take this one. Because the other one I do not like. Okay, wir werden jetzt uns mal so langsam Richtung Sirimio bewegen. Ich sag mal so geil, ich fange immer an, damit die Dailies zu machen. Dann mache ich die Dailies und dann schon keinen Bock mehr. Eine jüdische Pergament mit einem Joint in der Hand im Bus. Geil. Sachen gibt's. So, jetzt müssen wir hier noch die Sachen verbrennen. Das machen wir auch alles so auf dem Weg, weil ich werde jetzt hier nicht hin und her rennen, nur weil Sirimio mein Zack-Zack machen zu müssen, habe ich gar keinen Bock drauf. So, da hier von den Marion Assassin haben wir eine Wiederholungsquiz. Und Marions Assassin sind sehr langsame Monster anscheinend. Das ist ganz interessant. Diese Marion Assassins animieren mich viel mehr zu laufen, als es eben diese Slimes tun. Weil die Slimes einfach doof sind. So, komm mal mit. Weil wir müssen ja eh die Supplies da verbrennen, deswegen müssen wir irgendwie weiterlaufen. Und hast du nicht gesehen. So, Halloween Candy interessiert uns jetzt auch nicht mehr. Nichts interessiert mich mehr. Ich will einfach meine Quest hier fertig kriegen. Oh, ein Marion Robber. Was? Ihr habt mich angetütscht? Das verzeih ich euch nicht. So. Nein, ich will den Schild doch nie nehmen. Egal. Also ich finde es schon echt krass, weil Cyril tötet echt
einfach alles solo. Ich habe da echt sowas von Respekt vor Sirimio, weil er ist es mit dem Defender was zu solo ist nicht so schwer. Ist es definitiv nicht. Mit einem Assassinen Sachen zu solo, finde ich, stellt eine Herausforderung dar. Und ich finde es wirklich krass. Und zieh den Hut, dass er mit Level 35 einfach mal Fungus umnietet, wo ich nur denke, hä, nö. Ich meine, es geht natürlich letztendlich immer darum, verstehe die Mechanik der Bosse und dann hast du eigentlich auch schon gewonnen. Aber bei mir ist immer das Problem, ich bin dann auch immer, ich verstehe zwar die Mechanik der Bosse, aber ich denke mir immer so, wie soll ich jetzt darauf reagieren? Weiß ich nicht genau. So, jetzt brauchen wir nur noch einen der Assassinen. Komm mal mit. Und dann ziehen wir den hier hinten noch mit. Komm her! Jawohl. Und dann. Was? Das ist total geil. Last Angel beschreibt gerade eine Geschichte von einer kiffenden jüdischen Frau anscheinend, die im Bus saß und halt da einen Joint geraucht hat und dann wohl richtig losgelegt hat. Und man meinte, wir würden die ganze jüdische Rasse verdrecken. Was ist denn da los? Kann man sich doch nur an den Kopf packen und schütteln, den Kopf schütteln. An die Stirn fassen und schütteln. Keine Ahnung. I don't know. Speak to Capitigal Darien Dupitidrur. Wohin muss ich denn nach hier? So, ich laufe jetzt einmal direkt zu Serimo rein. Wobei ich glaube, er ist schon fertig. Ups. I did it. Okay. Das Lied werde ich jetzt hier nicht anfangen. Again. Oh Gott. Oh, warte. Ich brauche die Monster eh. Oh mein Gott. Penisköpfe! Penisköpfe, sage ich nur! Penisköpfe! Ah, die schlimmste Art von Monster, die es in diesem Spiel gibt, sind Penisköpfe! Schnell, wir müssen fliehen! Flieh! Penisköppe. Köppe. Ach, wir heilen uns einfach. Just because we can. Alter. Fotz. Auch sehr Kackmonster, weil die auch die ganze Zeit unterbrechen. Naja, wir sind gestorben. Na, ups. Hello! Think about it. Your last moment in life is at Reed Seaver, surrounded by those mushroom monsters. Surrendered. It is horrible to think about. When even I open my eyes, I see those myconids. If you feel sorry for me, who are stuck in this place, please help me to feed myconid. Alright. It is terrible when you meet with Myconid, but recently those spiders are becoming very strong. I think it is caused of by chosen or an unknown force. A strength comes with this responsibility, but they do not know that. They are just an animal. Please ask you for help. I ask for your help. Please defeat deadly venom spider and tunnel spiders. They will wander around the Reed Seaver, and if they meet the refugees, they will attack them for sure. Was ist das da? Essen! Was ist das da? Essen! Yeah! Mach einfach mal meine Quest. Juhu!
Peniskopf. Entschuldigung. Aber diese diese Pilze, die sehen einfach aus wie Penisköpfe. Ja, hallo, lass mal hier mit Level 35er leveln. Ich meine, okay, ich mach die Quest dadurch schneller fertig, aber... Ne. Nein, gib mir den Peniskopf von uns weg. Hey, Brother. Oh, tot, okay. Na gut, ich mach mal Pushback aus. Mechanic Hatcher. Are you a Hatcher? I need to kill you, mister. Oh, fuck it! Okay. So geht Questen einfach. Nur leider bringen die Questen nicht viel. Penis und einen von anderen. Das ist, Entschuldigung, ich weiß, das ist ein bisschen sehr anzüglich, trifft sehr gut in dieser Situation, aber es ist einfach... Ich weiß nicht, ich kann an nichts anderes denken als außer Penisköpfe, okay. Kommt danach Fungus? Okay. Wir haben mich nötig. Einfach. Einfach unglaublich. Ah, fuck you, bitches. So, wir müssen jetzt erstmal von diesen verdammten Monstern wegkommen, um die Quest abzugeben. Juhu! Seid ihr weg? Geht weg! Ich will euch nicht! Geht weg von mir! Dankeschön. Jetzt renne ich wieder euch hinterher. Das Gefährliche ist eigentlich, die sind ja eigentlich alle orange. Orange bedeutet ja, dass sie nicht aggressiv sind. Und dann gibt es halt diese eine Sorte von Pilzen, die rot sind. Und die ziehen halt alle Monster auf dich. Thank you for your help. I was losing my mind because of those Myconid. But I feel better now. However, I can not leave this cave because we are still not sure what my treatment reads. I'm glad to help you. So. Wir nehmen jetzt auch hier die Wiederholungsquests. Ich habe so viele Wiederholungsquests einfach. Ich weiß auch nicht, weil wir müssen uns sowieso ein bisschen hochleveln. Ich weiß auch nicht, was ich genau euch da zeigen werde. Nope. Da bin ich auch gespannt, wie viel ihr sehen wird, wie viel nicht, wie viel ich einfach offscreen mache. Weil es ist einfach... Quest zeigen, okay, ist okay, aber wirklich nur reines, stumpfes Hochleveln. Ist jetzt nicht so der Burner. The air smells better already. Thank you, you've made my job easier. Take care of speed. I am listening. I think you take care of them very well. They are weak to strong people and only attack ones who are weaker than him. It's really sad. Okay. Keine Ahnung. Irgendwelche Wiederholungsquests. Achso, das sind die Assassinen. Braucht die Quest noch mal. Don't stress me, boy. Mensch. Ja, lese ich hier alles durch? Ja. That what a relief! You're good as emergency as I've heard. One of the Mushroom Cave survivors saw a giant myconid that seems to be their leader. He nicknamed it Fungus. If it really is the leader, getting rid of it could keep the rest of the myconids from leaving their cave. Please find the myconid leader somewhere in the Mushroom Cave and kill. Be careful; it will be much stronger than the normal myconids. Okay.
So, jetzt muss ich einmal erklären, was Let's Player machen. Sie lesen die Quest durch. So. Das haben wir jetzt damit getan und jetzt müssen wir nur noch zu Fungus rennen und Fungus ist angeblich schon fast tot. Was cool ist. Ich muss hier ein bisschen, ich komme, wenn ich mir meinen Quest-Bildschirm so angucke, blicke ich gar nicht mehr durch. War einfach so, hä? Was? Hä? Verstehe ich alles nicht mehr. I'm losing my mind when I see this. Okay, wir müssen jetzt gucken. So, dass wir nicht diese roten Mushrooms mitnehmen, beziehungsweise nicht so viele mitziehen. So, angeblich ist Fungus fast tot schon, weil Cyril den schon... Oh ja, tatsächlich. Au! It didn't hurt me! Aua! It hurt me! Kann man bitte einer... Sag mal, wollt ihr mich verarschen? So, das ist ein ganz toller Boss. So, was ein toller Boss. Hilf bloß nicht! Hilf bloß nicht! Jetzt wird recht verarscht. Er schreibt einfach: OMG, du hast ihn gesolot, ja. Bye. 4 HP oder so. Und dann habe ich noch nicht mal einen Free-Hit machen können oder so. Mann! Was ein Shit. Einfach. Ich hasse diesen einen Gold-Spammer mit diesen L's und I's und dem das ganze Let's Play. Darüber werde ich mich darüber beschweren, weil es mir auf dem... Huch. So, jetzt gehen wir auch einmal hier die Fungus-Quest ab. Damit haben wir den zweiten Boss aus den Kanalisationen. Es gibt insgesamt 3. Und alle droppen nicht mehr so toll wie früher. Good job, bitch. There really was a giant Myconid. I'm glad you were able to get rid of it. Good work. Ja, danke zu Serimo, der das so wunderbar vorbereitet hat. So. Und nu? Wir sind ja nur 3 Leute und ich werde bei Fungus definitiv die ganze Zeit sterben. Jetzt kriege ich hier noch Lied oder was? Entschuldigung, dass ich mal wieder richtig viel schreibe. Läuft. So, repeat Fungus. Fungus is a mycelium, so it must have planted its spores before you took care of it. I don't know how many spores it has planted, but my commanding officer said there are enough to bring at least one fungus back to life. Please go back to the mushroom cave and exterminate the fungus hiding deep inside it. Here, take one of these spiders I killed. The myconids seem to like them. Maybe you can use it to lure fungus out. Ach, das soll eine Spinne sein. Das hier, dieses kleine komische Bild soll eine Spinne sein? Nee.